Willkommen auf dem Kanal von Chaoszone TV beim RC3. Ich hoffe, ihr habt noch Spaß an Tag 4. Und genau, hier geht es weiter mit einem Vortrag auf Deutsch, der allerdings auf Englisch übersetzt wird. Das heißt, ihr, wenn ihr englischsprachig seid, solltet ihr da die Sprache umstellen können. So, the next talk will be given in German, but there should be translations, so you can switch the language below the video. Wenn ihr zu dem Talk Fragen stellen wollt, dann könnt ihr das tun im IRC und auf Mastodon und auf Twitter und wie genau findet ihr auch unter dem Video im Reiter Chat. Genau, und der Vortrag lautet C3PR, how does it work? Und offensichtlich geht es um Roboter, denn wir begrüßen unseren Speaker Honky. Viel Spaß mit Honky. Guten Morgen, ich hoffe, ihr seid alle gut aus dem Bett gefallen. Wenn nicht, dann könnt ihr natürlich gern diesen Talk in der Aufzeichnung schauen. Ja, C3PR ist jetzt nicht so völlig selbsterschließend, was das eigentlich ist. Es handelt sich um einen Open Hardware Wi-Fi Roboter, ein Seitenprojekt, was wir 2020 zusammen gemacht haben, um Remote-Veranstaltungen stattfinden lassen zu können. Also quasi mit dem Hintergrund, dass wir uns ja nicht in echt treffen können, wir aber in echt Roboter rumfahren lassen können an den Locations, wo wir uns sonst getroffen haben. Und dafür fehlt uns irgendwie eine Hardware-Plattform, die ohne irgendwelche chinesisch-russischen oder US-amerikanischen Clouds auskommt. Und deswegen haben wir uns das mal angeschaut und angefangen. Die GitHub-Seite findet ihr direkt im Anfang der Slide oder auch nochmal am Ende. Deswegen bleibt dabei. Genau, jetzt ist die Frage, woraus besteht eigentlich so ein Roboter? Ich sag immer gern, die Robotik ist so die Kombination aus mehreren Professionen. Man muss sich wirklich darum kümmern, worum man sich als normaler Programmierer nicht kümmern muss. Man muss sich darum kümmern, was man als Elektroniker oder Elektrotechniker nicht machen muss. Und alles zusammen ergibt dann irgendwie so ein Roboter. Man hat natürlich auch den Anteil, dass man mit Servern was machen muss, dass man sich irgendwie mit der Software beschäftigen muss. Und diese einzelnen Teile habe ich euch jetzt hier mal aufgelistet. Der ESP32, das ist sowas wie die CPU, den kennt man wahrscheinlich. Man wird in einer Art und Weise eine Kamera brauchen, also irgendetwas, was ein Bild überträgt. Auch das sind quasi schon ziemlich hohe Ansprüche an Hardware, weil da natürlich Enkodierung und sowas stattfinden muss. Man braucht einen Motortreiber. Motortreiber, das schauen wir uns dann im Detail an, sind so kleine Geräte oder Chips, mit denen man halt Motoren in zwei Richtungen betreiben kann, also vorwärts und rückwärts zum Beispiel, das ist ja bei Motoren doch nicht unwichtig. Dann brauchen wir Motoren an sich überhaupt, also auch Motoren muss man erstmal finden, die richtigen Spezifikationen haben. Man will das ganze Ding programmieren können per USB, dafür ist halt diese USB-to-UART-Schnittstelle wichtig und man sollte das Ganze irgendwie programmieren können und dieses Programmieren geht auch, so wie das alte Herren machen oder junge Schüler oder wie das die ganzen coolen Leute machen mit Plattform.io zum Beispiel. Und last but not least, also auch total wichtig, ist ein Batterie-Management-System, also etwas, was eine Batterie nimmt, eine Batterie laden kann und aus einer in verschiedenen Zuständen geladenen Batterie auch eine ziemlich konstante Spannung erzeugt. Und deswegen sind das auch schon einige Teile, über die man sich Gedanken machen muss. Der ESP32, da muss man jetzt eigentlich nicht viel dazu sagen. Das ist so gängiger Standard mittlerweile. Es ist im Wesentlichen so ein kleiner Chip, der ist so, keine Ahnung, Daumennagel groß, sagen wir mal. Also es ist auch wirklich bloß der Chip, den ihr hier seht, nicht das ganze Board drumherum. Also nur der schwarze Anteil, nicht der blaue. Es ist ein 32-Bit-CPU mit zwei Kernen. Also es ist im Gegensatz zu dem Vorgänger 8266 ein Zweikerner. Eigentlich hat er sogar drei Kerne. Der hat nämlich noch eine Low-Power-CPU drin, mit dem man ihn in den Tiefschlaf versetzen kann, wo er dann extrem wenig Strom verbraucht. Dieser kleine Stein hat 240 Megahertz, was total viel ist, wenn man damit rechnen will. Hat auch ordentlich RAM, 520 Kilobyte. Das ist im Vergleich zu einem Arduino deutlich mehr und brauchbarer. Ist aber so eine Sache, wenn man damit
Bilder übertragen möchte. Also gerade Bilder haben ja relativ schnell mehr als diese Menge an RAM. Und diese Schnittstellen, die ich euch da aufgelistet habe, gut, UART, das ist zum Kommunizieren, SPI ist zum Kommunizieren mit Hardwaregeräten, so Sensoren und so, I²C ist dafür auch gedacht, das ist quasi so ein Bussystem, mit dem man da bis 128 Geräten normalerweise reden kann, und I²S ist so für Sound, DAC-Krams, also für relativ schnelle Videosignale, also quasi nochmal so ein Direct Access Memory Gedöns. Ist ja auch wurscht, wir haben alles nicht brauchen, zumindest nicht, solange wir nicht über Ton reden, weil das Video läuft anders. Intern läuft so ein Chip mit 3,3 Volt. Das ist auch so eine Sache, da muss man drüber nachdenken, wo die 3,3 Volt herkommen. Man braucht natürlich auch entsprechend etwas, was diese 3,3 Volt erzeugt. Ja, das geht halt mit Schaltnetzteilen, mit Linearreglern. Je nachdem, welche Art von Energie man da wie sichern oder verschwenden möchte. Ich meine, wir reden hier über ein akkubetriebenes System, also sollten wir da schon versuchen, möglichst energieeffizient zu sein. Wir haben auch ADCs, DACs, also ADCs sind Analog-Digital-Converter und DACs sind Digital-Analog-Converter. Also man kann da quasi Spannungen auslesen oder Spannungen erzeugen. Wir haben auch CAN-Bus. Das Tollste an dem Teil ist eigentlich, dass es nur $3 aufwärts kostet. Also dieser Chip an sich ist halt relativ billig. Braucht natürlich noch so ein bisschen Peripherie, also wie gesagt, dass da halt diese 3,3 Volt rausfallen, ist so eine Geschichte, die man da mal ranbauen muss, aber das sind meistens so Pfennigbeträge. Die ESP-Cam. Die ESP-Cam ist quasi ein Nachfolger davon, also sie besitzt auch auf der Rückseite, auf dem Bild, das sieht man jetzt hier nicht, unterhalb der Kamera, des Kameramoduls, ist der ESP32, das werden wir auf der nächsten Folie gleich nochmal sehen. Dann hat sie zusätzlich noch ein bisschen mehr RAM, weil ich, wie schon gesagt habe, wird mehr RAM benötigt, dadurch, dass halt Bilder relativ schnell sehr groß werden können, gerade so 1600x1200, was dieses OVH2640er Kameramodul unterstützt, kann da halt relativ schnell viel Speicher verbrauchen. Wir haben eine Flash-LED, also eine LED, die so ein bisschen heller leuchtet als andere. Auch die brauchen ordentlich Strom, nämlich so viel Strom wie das gesamte System zusammen. Und theoretisch könnte das ganze System auch mit einer SD-Karte funktionieren. Und diese SD-Karte ist auf diesem Metallkühlkörper unterhalb der Kamera auf dem Bild zu sehen. Damit kann man theoretisch auch arbeiten, um da zum Beispiel günstige Webcams oder so Motion-Kameras zu machen, also hier so Timelapse-Kameras und sowas. Ihr habt im Hinterkopf, die Auflösung ist nicht so besonders gut, aber für doch schon mal so eine Baustelle oder so ein Hausbau oder so einen Baumwuchs oder was auch immer aufzuzeichnen, reicht das Ding ausreichend. Ist das Ding ausreichend. Das ganze Teil kostet so $5 in China, ist auch also total günstig, kann man total schnell viele Aufbauten mitmachen. Ich habe davon einige bestellt. Die Qualität ist ausreichend. Manchmal ist das Kameramodul besser oder schlechter. Wenn man durchaus über Roboter nachdenkt, kann man auch über Weitwinkelkameras nachdenken, die man auch einzeln dafür kaufen kann. Und da ist es auch nicht so schlimm, wenn einzelne Kameras ausfallen, weil man dann sowieso ein bisschen einen Kameraüberfluss hat. Aber ich sag mal jetzt, 90% der Kameras, die ich da bisher von chinesischen Herstellern direkt erhalten habe, waren tipptopp. Und die anderen hatten halt irgendwie eine komische Billigkamera drauf, die ich dann in der Regel ersetzt habe. Hier nochmal so ein bisschen der Vergleich. Wir sehen oben den ESP32 mit seinen ganzen Pinouts. Also da kommen halt ziemlich viele Möglichkeiten heraus, also ziemlich viele Drähte, blöd gesagt, mit denen man Dinge an- und ausschalten kann, mit denen man kommunizieren kann. Unten die Pins in der unteren Reihe sind weniger zu gebrauchen, denn da steckt im Wesentlichen der interne Flash-Speicher dran, also da, wo das Programm drauf ist. Aber diese Pins an der Seite sind halt auch deutlich nutzbar. Unten drunter sehen wir die ESP-Cam. Die ESP-Cam auf der Rückseite, jetzt wo der ESP zu sehen ist, was ich vorhin meinte, das ist quasi genau die andere Seite als im Bild davor, hat doch deutlich weniger Pins. Und dieses deutlich weniger Pins kann uns nochmal auf die Füße fallen, denn wir sehen hier so ein Ground, wir sehen hier sowas zum Kommunizieren auf der rechten Seite, wir sehen 3,35 Volt, wir sehen dann Ground. Also es sind also wirklich nicht viele von diesen GPIOs, also General Purpose Input-Output Pins. Das sind so die Pins, mit denen man eigentlich arbeiten möchte, wenn sie nicht schon irgendwo verdrahtet sind, zum Beispiel anhand, teilweise sind sie schon verdrahtet für die SD-Karte, für das SD-Kartenmodul, teilweise sind sie auch noch frei und teilweise braucht man sie zum Kommunizieren, also ist schon eine Herausforderung.
Diese ESP-Cam braucht auch Strom, also 180 mAh auf 5 Volt. Das ist aber nicht viel. Damit kann man so eine durchschnittliche Powerbank mit hier so 10.000 mAh oder wir haben eine durchgemessen, die behauptete 10.000 zu haben. Die hatte aber nur 6.800 mAh. Ist egal. Auf jeden Fall hält so ein Roboter damit doch durchaus 12 Stunden aufwärts und zwar in voller Fahrt. Wenn er rumsteht und nur streamt, natürlich deutlich länger. Wenn die Flash an ist, also die LED, die halt dieses Licht macht auf voller Pulle, braucht dann durchaus doppelt so viel Strom und wird auch deutlich wärmer. Es steht auch hier die Zahl, 310 Milliampere-Stunden. Weniger IO-Pins hat man gesagt, mehr RAM hat man gesagt und damit sind halt so Bildwiederholungsraten von so 25 Frames per Second durchaus möglich auf 800 mal 600 Pixel. JPEG kompressiert natürlich und 2 Frames pro Sekunde auf 1200 mal 1600, wobei es natürlich da auch sehr drauf ankommt, welche externe Antenne da dran ist. Man kann nämlich auch eine externe Antenne dran packen, was sehr praktisch ist, um den Empfang zu verbessern, denn oftmals ist es auch gar nicht der Speicher, der den Flaschenhals darstellt, sondern wie schnell man die Daten aus diesem Speicher auch wieder rausbekommt. Und dafür sind auch die Antennen deutlich wichtiger. Die Antennen, also man kann in China alles Mögliche kaufen, was sich als Antenne ausgibt. Oftmals ist es nur ein Stück Draht. Und wenn es irgendwie 6,3 Zentimeter lang ist oder sowas, dann ist das halt auch im Wesentlichen wirklich eine Art Antenne. Aber passt da ein bisschen auf, da kann man relativ schnell in die Tonne greifen. Ein Punkt, der noch wichtig ist zu sagen, dass die ESP-Cam hat nämlich keinen Programmer. Das heißt, die hat keine Möglichkeit, da direkt USB anzuschließen. Hat der Vroom 32 oben auch nicht, aber meistens wird das in so einer Form ausgeliefert. Developer Board nennt sich das. Da ist dann irgend so ein seriell zu UART-Kommunikator, ist ein UART zu USB-Kommunikator drauf. Oftmals so ein CP2102 oder so ein CH340 oder im besten Fall sogar ein FTDI232RL. Ist auch wurscht. Worauf ich hinaus will, ist, ihr habt keine Möglichkeit, da einfach USB anzuschließen und das ist schon ein bisschen eklig, denn an der ESP-Cam braucht ihr so einen Programmer. So ein Programmer ist ein FTDI, wenn ihr euch das aussuchen könnt, also quasi die Firma, die das am zuverlässigsten und am besten macht und mit den wenigsten externen Komponenten und die auch am meisten bisher gefälscht wird und die auch die beste Treiberunterstützung hat und sowas, ist halt diese FTDI-Firma. Deswegen auch mein Favorit in der Sinne, dass ich das halt gern einsetzen würde bei so einem Roboter. Die Sache ist halt nur die sind sehr teuer. Gerade wenn man sie beim Hersteller kauft, kosten sie so $2-3 auf jeden Fall. Und das macht halt schon ziemlich viel aus bei einem Produkt, was insgesamt mal unter $10 kosten soll. Deswegen könnt ihr euch das überlegen, ob ihr auf die Markenware setzen wollt oder wenn ihr euch in China so einen Kommunikator bestellt, gerade wie es hier abgebildet ist. Ich meine, bei Sparkfun kann ich es euch nicht sagen. Wahrscheinlich sind das da die tollsten und besten Chips, die man sich vorstellen kann. Aber wenn man so ein gesamtes Board auch für $1 kaufen kann, dann ist da wahrscheinlich kein $2-3 FTDI drauf. Also ihr könnt es durchaus halt auch günstiger beschaffen und die Chips funktionieren auch so mit einer Zuverlässigkeit von 90%. Müsste man halt schauen. Was ich euch sagen wollte, ist, ihr braucht halt dieses Ding, um da halt mit der ESP-Kamera zu reden und das kann halt schon ein bisschen anstrengend sein. Das Ding hat 5 Volt und 3,3 Volt Unterstützung. 5 Volt ist praktisch, wenn man die ESP-Cam betreiben möchte, weil die nimmt gerne 5 Volt vom USB und damit kann man die dann halt betreiben. Wenn man aber mit dem ESP sprechen möchte, sollte man mit einem 3,3 Volt Pegel reden. Und theoretisch kann man den ESP auch mit 3,3 Volt betreiben. Allerdings, wenn er dann anfängt, ins WLAN zu wollen, dann braucht er halt ein bisschen mehr Strom und dann brechen selbst die guten FTDIs zusammen und können halt nicht so viel 3,3 Volt Spannung liefern. Der letzte Stichpunkt sagt im Wesentlichen, welche Drähte man verbinden muss mit der ESP-Cam, nämlich Ground, was die Masse ist, TX und RX, was die beiden Kommunikationskanäle sind und VCC, was die Versorgungsspannung ist. Also ihr müsstet quasi immer 4 Drähte mit der ESP-Cam verbinden. Zum nächsten Punkt, wenn man einen Roboter bauen will, möchte man Motoren anschließen. Die Motoren müssen irgendwie betrieben werden. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der bei Mikrocontrollern durchaus üblich ist. Diese Drähte, die da dran sind, ja, also diese Drähte, mit denen man quasi nach außen kommuniziert, das sind im Wesentlichen Signaldrähte. Also das sind quasi Sachen, womit man halt im Wesentlichen Signale übertragen möchte und Informationen übertragen möchte. Und wo man weniger Last dranhängen möchte. Also man kann da quasi nicht, also für eine LED könnte es gerade noch so reichen, dass ihr dann eine LED mit 20 mA am Laufen habt. Das geht meistens. Aber sobald man da einen Motor dranhängt, dann bricht das ganze System zusammen. Und die Versorgungsspannung bricht zusammen. Das ganze Ding startet sich neu und das funktioniert halt nicht. Weiterhin ist das Problem, dass man so einen Motor ja rückwärts und vorwärts betreiben möchte. Ja, also so ein Motor hat 2 Anschlüsse, M plus und M minus, wobei das halt relativ irreführend ist, weil das halt auch genau andersrum sein kann, wenn man halt rückwärts fahren möchte.
Und dafür braucht man halt irgendeine Art Schaltung. Und diese Schaltung, die sich da so in den Jahren ergeben hat oder schon seit Ewigkeiten besteht und auch überall benutzt wird, zum Beispiel bei fahrenden Sesseln oder, keine Ahnung, auch bei kleineren Bürstenmotoren, Sachen oder der Waschmaschine oder warum wobei Waschmaschine, egal, lasst euch nicht verwirren, ist diese H-Brücke. Die heißt H-Brücke, weil das so ein bisschen aufgebaut ist, halt wie so ein Buchstabe H. Das könnt ihr euch mal bei Wikipedia anschauen oder irgendwo. Das ist auf jeden Fall da gut erklärt. Was ihr euch jetzt hier merken müsst, ist, dass ihr da ein extra Steinchen dafür braucht, also ein extra Chip. Und dieser extra Chip kann halt bis zu 1,2 Ampere schalten, und zwar konstant. Das heißt, der wird nicht besonders heiß, wenn er 1,2 Ampere schaltet, was schon ordentlich ist. Er kann auch mal kurz 3,2 Ampere im Peak schalten. Das heißt, wenn man ganz schnell ganz viel Kraft braucht, zum Beispiel beim Losfahren oder sowas, kann man das auch machen. Dann ist wichtig, wie man mit diesem Steinchen redet. Also nicht alle dieser Steine, die halt dann durchaus auch mal hier 15 Volt schalten können, würden dann auch mit 2,7 Volt angesprochen werden können. Und dieser Stein hier kann das. Ist halt wunderbar. Also der kann halt mit 2,7 bis 5,5, das heißt perfekt für Arduino und perfekt auch für den ESP, der ja mit 3,3 Volt Signalpegeln arbeitet. Funktioniert also wunderbar. Kostet im Originalzustand halt wieder bei dieser Firma, deren Namen nicht weiter eine Rolle spielt, weil die gibt's halt überall. Ich habe es halt jetzt hier nur mal, weil das Bild so schön deutlich war. Kostet ungefähr $5. Wenn man das Ding selber bestellen und herstellen will, kostet der Chip an sich $1. Das die PCB auch nochmal so $1. Und das kommt man da auf diese besagten $2 in der Klammer. So, jetzt haben wir eine Kamera, wir haben einen Mikrocontroller, wir haben einen Motorcontroller, jetzt fehlen noch die Motoren. Die Motoren, da gibt es verschiedene. Lustigerweise sind die Modellbezeichnungen anhand der Farbe im aktuellen Zustand. Also wenn ihr mal nach Yellow Motors der Suchmaschine eurer Wahl folgt, dann seht ihr oftmals genau diese Motoren, wie sie oben auseinander oder rechts im zusammengebauten Zustand sind. Das sind Getriebemotoren, also das sind quasi die billigsten Motoren, die sich sehr schnell drehen mit einem Getriebe, das es dann halt in sehr langsamer Bewegung umsetzt. Diese sehr langsame Bewegung hat den Vorteil, dass sie sehr kraftvoll ist, und zwar ausreichend kraftvoll, um so eine Powerbank und so ein bisschen Elektronikkram zu transportieren, und zwar ohne weiteres. Also die sind schon ziemlich stark. Die Haltbarkeit kommt so ein bisschen drauf an, welche Komponenten drin sind und ob ihr das jetzt irgendwie für 50 Cent oder für $3 gekauft habt. Manchmal kann man da echt Qualitätsunterschiede feststellen. Im Wesentlichen sind diese gelben Motoren aber bekannt und benutzt. Was man noch nicht so oft gesehen hat und was auch vorhin quasi Teil der ersten Folie war, sind diese kleinen grauen Motoren. Das sind planetaren getriebene Motoren. Die sind sehr, sehr, sehr klein. Damit kann man halt wunderschön sehr kleine Applikationen bauen. Ich glaube, im Laufe der Präsentation kommt auch nochmal ein Bild. Ansonsten kann ich das nachher im Q&A auch gerne mal in die Kamera halten. Kommen wir dann später drauf. Also Motoren kann man sich in verschiedenen Stellen vorstellen. Sie müssen halt zum Motortreiber passen, und der Motortreiber, den ich da rausgesucht habe, ist deutlich übermotorisiert oder überpotenziert. Könnt ihr da also wunderbar mitarbeiten, egal was. Die gelben sind, wie gesagt, sehr praktisch, weil sie mit 200 mA deutlich wenig Strom brauchen und dann halt auch ziemlich gut halten. Bei C3 Logistik gab es während des RC3s auch schon genau so einen Aufbau. Man sieht genau die Zusammenbauweise, also es war jetzt das beste Bild, was ich dafür gefunden habe, Telepräsenzroboter Nummer 3. Der hängt auch in einem Jitsi, müsst ihr euch mal auf dem entsprechenden Twitter-Account schlau machen. Aber so kann das aussehen, ja, so muss das nicht aussehen, so kann es aussehen. Im Wesentlichen eine Akkubank, die diesen Motortreiber da auf der roten Platine mit besteuert und die auch die ESP-Kamera, die da so schwarz zu sehen ist, befeuert, und unten die zwei Motoren auf einer Plattform, zack, fertig. Telepräsenzroboter kann rumfahren, hat irgendwie ein bisschen Bild, zumindest wenn man ihn mit Software versorgt. Ja, also über die Software haben wir bisher noch gar nicht gesprochen. Jetzt kommen wir auch zu einer anderen Disziplin, weil bisher war es so Elektrotechnik, jetzt kommt die Programmierung. Wenn man programmieren will, kann man quasi sehr oft damit anfangen, die Arduino-IDE zu benutzen. Die Arduino-IDE ist super als einsteigerfreundlichste Umgebung wahrscheinlich, so um C-Code mal zu testen und irgendwas direkt daraufhin blinken zu sehen, ist das wunderbar. Es hat so ein paar Downsides, also klar, es ist halt für den Arduino gemacht, das heißt, jedes andere Board muss man da irgendwie reinfrickeln. Man kann es aber reinfrickeln, das heißt, es ist ESP32 kompatibel und damit auch ESP-CAM kompatibel. Es hat so ein bisschen Probleme mit der Kompatibilität der Bibliotheken. Das heißt, wenn man da mal verschiedene Versionen hat oder mal nach einem Jahr irgendwie was aufmacht, dann kann es durchaus sein, dass der Code von sich aus kaputt gegangen ist, weil halt die Bibliotheken geupdatet wurden und dann halt nicht mehr funktionieren. Wie gesagt, das ist ein wunderbarer Anfang.
für mal was blinken lassen und was lernen, aber sobald es ein bisschen komplexer wird, will man halt auch irgendwie quasi zu den coolen Programmiererinnen gehören. Und die coolen Kinder aus dem Blog, die benutzen hier Plattform.io. Plattform.io ist quasi so der Editor on Steroids, also wirklich so richtig aufgeblasen, kann alles. Unterstützt verschiedene Bibliotheken, unterstützt verschiedene Boards, kann verschiedene Bibliotheksversionen, hat Code Completion, kann die ganzen Examples mit ordentlich einbinden, hat Git-Integration, ist wunderbar, ist eigentlich nur ein Plugin für VS Codium oder für Visual Studio Code, braucht natürlich dann auch zum Cursor-Blinken irgendwie 20% eurer CPU, ist aber halt doch den Aufwand wert. Also ich möchte es nicht mehr missen, halt auch genau aus dem Grund, dass man halt mal so ein Projekt auch nach einem Jahr aufmachen kann, weil wie oft passiert das, dass man so ein Projekt irgendwo rumliegen hat, dass es irgendwo läuft und dann kommt jemand und sagt, hier mach mal den Knopf noch rot. Und dann will man das Ding halt auch zuverlässig bauen können. Und da kann man halt wunderbar sowas mit, wie schon gesagt, mit Bibliotheks-Version-Pinning oder sowas arbeiten. Oder wenn man mal mehrere Boards hat, also man will mal ein Arduino programmieren und mal ein ESP, dann hat man in der Arduino-IDE das Problem, dass man da das Aufwendigste hin und her wechseln muss. In der Plattform.io ist das total easy. Dann machst du einfach das nächste Projekt auf und zack, fertig. Da ist dann halt das andere Board und man braucht sich um nichts mehr groß kümmern. Den Quellcode des Projekts, der ist, habe ich euch ja im GitHub-Seite gezeigt und kommt auch am Ende nochmal, weil bisher haben wir nur darüber geredet, mit welchem Programm man das programmiert. Wir haben ja noch gar nichts programmiert in dem Sinne. Das Programm, was wir da geschrieben haben oder was wir erweitert haben, ist halt quasi eine Webseite, wird da ausgestrahlt von dem ESP32. Das heißt, der ESP verbindet sich mit einem WLAN eurer Wahl und nimmt dann dort als Teilnehmer dran teil und bietet dann dort auf Port 80 einen ganz normalen Webserver. Und auf diesem Webserver seht ihr wie in dem Screenshot oben ein Menü, auf dem halt steht hier, starte den Stream und zeig mir den Stream. Oder hier, mach mir mal ein Foto, das ist dieses Get Still. Leute, die damit schon mal gearbeitet haben, werden das schon wieder erkennen. Das ist nämlich quasi das aufgebohrte Beispielprojekt der ESP-Cam. Man hat dann also quasi durch besondere, also hier diese Library unten, die ich euch verlinkt habe, ESP-CAM Webserver von EasyTarget, die hat das dann nochmal deutlich aufgebohrt und solche Slider reingemacht, wie halt das Licht zum Beispiel ordentlich funktioniert und auch, dass das Drehen ordentlich funktioniert und so weiter, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Wir haben das dann hingehend nochmal erweitert um die Funktionalität, dass der Roboter per Keyboard gesteuert werden kann, also dass man mit WASD und Leertaste und sowas halt vorwärts, rückwärts und links und rechts fahren kann. Und das hat Big Alex gebaut, Big Alex hat es gebaut, dass man mit einem Gamepad das Ganze steuern kann. Also es gibt im Browser so eine Art API für Game-Controller, also hier für so Xbox oder was auch immer Controller. Und es gibt auch eine Möglichkeit, das mit so einem kleinen Joystick per Touch zu steuern. Dann muss man aber ein paar Hirnwendungen benutzen, um das irgendwie zu verstehen, was ich da zusammengekrudet habe. Auf jeden Fall ist es möglich, das Ding auf mehrere Arten und Weisen zu steuern. Auch in diesem Projekt, was wir vorhin gesehen haben auf C3 Logistics, da war das ja sogar möglich, per Chat-Kommandos das Ding zu steuern. Auf jeden Fall bekommt ihr eine Webseite, mit der ihr dann rumfahren könnt. Das erste Mal haben wir dieses Roboter-Setup jetzt im September benutzt und dort halt auf den Datenspuren. Wir sehen jetzt hier den Screenshot aus einem Jitsi, wo es quasi möglich war, im DN42, was so eine Art VPN oder Internet im Internet ist, diese Roboter sich quasi direkt ranzuholen und dann damit auf den Datenspuren rumzufahren. Dort hatten wir dann so eine kleine Welt aufgebaut, um das ein bisschen interessanter zu gestalten. Also hier diese silbernen Schirme und so ein bisschen blinkelicht, ein Logo und so. Die Datenspuren waren im September, das war halt genau unter diesem ganzen Lockdown-Aspekt halt. Und wie ich schon sagte, ist das Projekt eigentlich auch nur dafür entstanden am Anfang, dass wir uns halt irgendwie treffen wollten und rumfahren wollten auf diesem Gelände, ohne dass man vor Ort sein muss, um das so ein bisschen mit zu erkunden. Da haben wir auch das erste Mal mit Work Adventure gearbeitet und das hier für diesen Kongress gepitcht. Wir hatten halt auch genau dasselbe Problem wie der Kongress. Worauf ich hinaus wollte, haben wir im September gemacht, sind wir rumgefahren, hat erschreckend gut funktioniert. Das ganze Projekt gab es auch jetzt in den technischen Sammlungen in Dresden. Dort sind jetzt 7 Roboter rumgefahren, mit denen ich eigentlich jetzt weniger zu tun habe. Also das haben quasi eine andere Gruppe von Leuten gebaut. Dort konnte man durch eine Kunstausstellung fahren und auch wieder mit WASD sich quasi Roboter ausleihen und damit dann rumdüsen. Ich weiß nicht, ob die URL gerade noch geht. Wenn sie nicht geht, seid freundlich, nicht, dass es kaputt geht.
Ein Punkt, den wir jetzt noch gar nicht groß benannt hatten, also zu so einer Robotikgeschichte gehört natürlich auch, dass man sich Konstruktionsgedanken macht, also wie soll der Roboter eigentlich dann in seinen Teilen zusammengefügt sein. Auch da sind viele Arbeiten von Kurt und von Big Alex passiert, die sich darum gekümmert haben, dort mit FreeCAD Modelle zu bauen. Auch da ist quasi im Repo einiges an Material vorhanden. Auch da kann man sich quasi noch mit dran verwirklichen, wenn man das möchte. Und dort sind durchaus verschiedenste Konstrukte halt möglich. Ich kann nachher dann im Q&A noch mal ein paar an die Kamera halten. Mal schauen, was hier um mich herum steht. Genau, so, jetzt hat man die ganzen Einzelteile, ne? Also man kann das so zusammenbauen und zusammenlöten, so mit fliegenden Verkabelungen und sowas. Und dann hat man irgendwo einen Wackelkontakt und dann nervt's. Oder man setzt sich mal auf sein Hintern und versucht irgendwie eine Platine zu machen, um das Ganze einfacher zu machen. Da gab es ein paar Versuche meinerseits oder unsererseits, vielmehr gesagt, wo, wie hier in dem Bild zu sehen ist, die ESP-Cam oben links und dann ganz rechts der rote Programmer, also mit dem man quasi die USB-Kommunikation macht mit dem Gerät. Und in der Mitte die schwarze Platine ist neu. Das ist nämlich eine selbstgemachte PCB, also eine selbstgemachte Platine. Und diese selbstgemachte Platine beinhaltet im Wesentlichen einen Motorcontroller, nämlich genau den Motorcontroller, den wir auf der roten Platine bisher hatten, vorher von SparkFun. Aber zusätzlich haben wir da noch GPIOs gespart, nämlich wenn man hier vorwärts und rückwärts fahren möchte, braucht der Motorcontroller quasi zwei Eingangssignale. Da wir aber eigentlich bloß vorwärts oder rückwärts fahren sollen, können wir da halt da mit MOSFETs oder mit Transistoren arbeiten, dass es halt umgeschalten wird. Und so sparen wir dann insgesamt zwei Pins, um halt die Pins für andere Sachen zu benutzen. Auf der ersten Version oder 1.2, das ist halt so ein bisschen schwammig, weil halt der Übergang da fließend war, war auch noch ein Buck-Boost-Konverter drauf. Buck-Boost heißt, dass er halt nicht nur Spannung von unten nach oben, sondern auch von oben nach unten transformieren kann. Das heißt, obwohl die Betriebsspannung 5 Volt oder 9 Volt war, konnte man diesen ganzen Controller auch mit 2 bis 12 Volt speisen. Ne? Also egal, was man da reingemacht hat, irgendeine Batterie, irgendein Lithium-Ionen-Akku, irgendwas, bis 2 Volt hat das Ding das ausgelutscht und dann quasi stabile 5 oder 9 Volt da draus gemacht. Das war so ein bisschen mäßig, weil das hat halt die Anzahl der Teile auf der Platine verdoppelt. Man brauchte eine bestückte Rückseite. Das Ding war auch nicht ganz billig. Es war mit QFN-Bestückung doch ein bisschen aufwendiger, das per Hand zu machen. Und deswegen sind wir dann davon so ein bisschen weggekommen. Die anderen Teile sind eigentlich selbsterklärend, ne? Das sind gelbe Motoren, die Verbindungskabel und eine Antenne. Brauchen wir nicht weiter drauf eingehen. Die zweite Variante war dann, ist halt genau so, dass wir davon ein paar mehr hergestellt haben, allerdings ohne die bestückte Rückseite. Die bestückte Rückseite war halt eher so optional. Man konnte durchaus also auch nur die Oberseite bestückt benutzen und daraufhin haben wir, ich glaube, 10 oder 12 Roboter gebaut. Das war auch die Version, die auf den Datenspuren benutzt wurde. Die hatte aber einen großen Nachteil, nämlich dass man, die Programmierung war so ein bisschen kompliziert. Ne? Also man musste quasi, um das Ding zu programmieren, es vom Strom nehmen, dann den GPI 0 auf Masse ziehen, dann das Ding resetten, das Ding programmieren, dann nochmal resetten und dann testen. Und jedes Mal hat man da mit diesen Kabeln das Zeug umgesteckt und das nervte halt tierisch. Und es war auch ein bisschen schwierig zu erzählen, wenn man das in so einem Workshop gemacht hat, um halt Leuten zu erklären, wie man das Teil programmiert. Und deswegen kam dann halt der Wunsch oder auch der Sinn, nachvollziehbare Gedanke auf, hey, das Ganze zu vereinfachen. Denn bei diesen ESP-Developer-Boards ist das ja auch anders. Die steckst du einfach an den Computer an, sagst jetzt programmieren, dann resetten die sich automatisch und dann werden die direkt bespielt und dann sind die auch wieder quasi nach dem Bespielen automatisch wieder neu gestartet worden. Und das ist eigentlich so das Feature, was man haben will, also an den USB anstecken und fertig, keine Kabel mehr drehen und irgendwas auf Masse ziehen, wenn man es programmieren will und das dann vergessen und so weiter. Und deswegen gab es dann die Platine 3.0. Die 3.0, wie ihr hier seht, hat halt einen zusätzlichen Chip mit oben rechts, also unten links ist der U1, das ist der Motorcontroller, oben rechts das ist der FTDI, RS232RL. Das ist quasi der Chip, der dir die serielle Kommunikation macht. Auch da ist es halt schon ganz schön eng bepackt. Es hatte zu dem Zeitpunkt noch Mini-USB, was so ein bisschen den Gedanken geschuldet war, dass diese roten Boards, die so günstig sind für $1-2, dass die mit einem Mini-USB-Stecker daherkommen. Und dieser Mini-USB-Stecker hat halt den Charme, dass man den nicht nochmal extra kaufen muss, weil wenn man kleine Stecker in Stückzahlen kauft, wie 1 bis 10, dann sind die halt relativ teuer, kosten auch so 50 Cent, wenn man Pech hat.
Und deswegen war halt der Plan, alle Teile zu nehmen, die auf diesen roten Boards drauf sind und die dann quasi zu benutzen, um damit diese Version 3.0 zu bestücken. Das hat dann auch wieder pro Platine so eine halbe bis dreiviertel Stunde gedauert per Hand. Ist auch so ganz schön zeitaufwendig, ja. Will man eigentlich auch nicht machen, kostet ja auch Geld und Nerven, sich dorthin zu setzen nach der Arbeit und das Zeug zu bestücken. Und es gab ein weiteres Problem, und zwar die ESP-Kamera, ja, da ist zwar ein ESP drauf, aber damit man so einen ESP bestücken kann, resetten kann, damit man den quasi neu starten kann, muss man einen bestimmten Pin halt resetten oder halt auf Masse ziehen. Das heißt, es gibt so einen Pin, also ein Beinchen dieses Käfers, der da rauskommt, der einen bestimmten Zustand haben muss, damit er neu gestartet wird. Ne? Also an oder aus muss das sein. Im Wesentlichen sind das die beiden Zustände, die dieser Pin versteht. Und das Problem war aber, dass dieser Pin einen wunderschönen Schalter hat auf dieser ESP-Kameraplatine, aber halt nie nach unten durchgeführt wird. Das heißt, man konnte diesen ESP eigentlich gar nicht richtig neu starten. Also außer man würde ihm den Strom wegnehmen. Und damit man ihn dem Strom wegnehmen kann, braucht es eine gewisse Schaltung, die halt dann auch funktioniert, wenn der Mikrocontroller, der die serielle Kommunikation macht, halt ordentlich funktioniert. Und das war alles ein bisschen trickreich und hat auf dem ersten Versuch auch nicht sofort funktioniert. Es hat sich dann rausgestellt, dass es eigentlich nur ein querer Denkfehler war. Auf jeden Fall, als ich diese Platine halt nochmal machen musste, da habe ich dann drüber nachgedacht, hey, wie schlage ich jetzt eigentlich alle Probleme, die ich habe, nämlich, dass das mit dem Programmieren nicht ordentlich funktioniert und dass ich eigentlich ja meine Ruhe haben will und das Zeug irgendwie nicht selber mit der Hand bestücken möchte. Wie schlage ich das mit einer Klappe? Ja, ganz einfach, ich lasse das jemanden machen und ersetze halt in dem Zuge auch gleich den Mini-USB-Stecker durch den Micro-USB-Stecker, pack das alles auf die oberste Seite der Platine und mache das Ganze single-sided, also so, dass es auch quasi einseitig bestückbar ist, ohne dass es extra Geld kostet, weil Platinen, die man beidseitig bestückt, haben den Nachteil, dass wenn man die über so eine Produktionsstraße fahren lässt, dass dann halt, wenn man die Oberseite heiß macht, dass dann vielleicht Teile von der Unterseite abfallen und sowas. Deswegen sind auch einseitig bestückte Platinen in der Regel günstiger und auch einfacher zu machen. Und diese Platine 3.1 hat dann quasi mit den besagten Änderungen eine Komplettfertigung in China erhalten. Ne? Das heißt, das Ding wurde komplett von Leuten zusammengebaut und hat auch auf Anhieb super funktioniert. Man muss dazu sagen, dass ich mir einen Fertiger rausgesucht habe, der nicht weiter genannt werden muss, aber der auch echte Teile bestellt, und zwar bei Zulieferern, wo ich auch privat bestellen würde. Und dann habe ich halt auch die Gewissheit, dass sich da ein FTDI, der Firma FTDI mit drauf befindet und ich mir da keine Sorgen machen muss, dass das irgendwie krude Nachbauten sind, die dann nicht funktionieren. Also bisher tipptopp, war auch ein super Prozess, hat das alles funktioniert. Genau, das Ding wurde gefertigt, hat ungefähr 4 bis 6 Wochen gedauert, das Zeug zu bestücken. Das heißt, wenn man da sagt, ich möchte das haben, gibt es einen gewissen Fixkostenanteil, den man halt hat, dafür, dass solche Kleinaufträge überhaupt angefangen werden. Und dann halt zusätzlich die Teile, die auf dem Board sind. Man muss ehrlich sagen, dass die Teile auf dem Board gar nicht wenig sind. Ne? Also ich habe hier mal ganz kurz den Schaltplan. Müssen wir jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Wir sehen unten links den Motorcontroller und oben rechts so den FTDI, also den seriellen Controller. Und unten rechts sehen wir noch so ein bisschen die Magie, die passiert, damit dieses ganze Teil halt resettet werden kann. Also, dass ich es quasi an den Strom anstecke, sage jetzt programmieren, dann sagt der FTDI, okay, wir sind jetzt im Programmiermodus. Und dieser, ja, sind jetzt im Programmiermodus, wird dann halt dahingehend übersetzt, dass der ESP in einem gewissen Zustand halt ausgeschalten wird. Nachdem er ausgeschalten ist oder währenddessen er ausgeschalten wird, wird halt auch der GPIO0, also der Pin, den man auf Masse ziehen muss, damit er programmiert werden kann, auch auf Masse gezogen und der ESP kommt halt hoch mit diesen beiden Voraussetzungen, dass er programmiert werden kann. Nachdem er dann fertig ist mit Programmieren, wird auch automatisch dieser GPIO0 wieder von der Masse befreit und der Reset halt erneut ausgeführt, sodass er dann halt im fertigen Zustand auch wieder mit seinem Programm läuft, ohne sich im Programmiermodus zu befinden. Wie gesagt, ich wollte euch nur zeigen, dass es dann doch so ein paar Teile schon sind und ja, auch das hier quasi öffentlich machen. Wobei die Sachen sind alle öffentlich im Repo, könnt ihr euch anschauen. Also auch die Platinendesigns und so.
Die erste Fertigung, wie gesagt, hatte noch so ein paar Kleinigkeiten, so ein paar Stecker, die halt nicht gepasst haben, ist aber alles weniger tragisch. Der Prozess war sehr, sehr, sehr professionell, also da kann man sich schon, also war ich echt überrascht. Wenn man 5 Stück bestellt, ist es so 20 Euro pro Platine, was echt ein ganz schön happig ist, aber dann müsst ihr daran denken, dass die Fixkosten da durchaus die Hälfte ausmachen und die andere Hälfte sind die Teile auf der Platine. Wieder daran denken, dass zum Beispiel ein Teil, nämlich diese FTDI, $3 kostet, dass auch der Motorcontroller $1 kostet und das ganze Vogelfutter drumherum. Also erstmal schnell bei 5, 6, 7, 8 Dollar für die Teile, die da drauf sind, inklusive der PCB. Der Rest ist, ist der Stundenlohn oder die Bestückerlöhne. Wenn man jetzt mehr als 10 bestellt, fällt das dann relativ gut ab, also so 12 Euro. Wenn man davon jetzt 100 bestellt, wird es dann irgendwo so sich bei 8 oder 9 einpendeln. Müsste man mal schauen. Also auch die Teile haben einen sehr hohen Anteil einfach an dem Kostenfaktor des Boards. Wollte ich quasi bloß offenlegen an der Stelle. So, das heißt, wir hatten jetzt quasi alle Teile, die man braucht. Wir hatten den ESP, wir hatten den Motorcontroller, wir hatten den FTDI, wir haben die Motoren. Wir haben irgendwie diese ersten paar Teile zusammengepackt, nämlich, dass wir das als eine Platine einfach an die ESP-Kamera ranstecken können, was total praktisch ist, weil damit entfällt so dieses ganze Verdrahten und Löten. Jetzt haben wir den quasi fertigen Roboter zusammengebaut. Der fertige Roboter kann man per Webseite steuern. Ja, das heißt, wenn man als einzelner Operator das Ding steuern möchte, ist es gar kein Problem. Ja, Single Person Directly, wenn man das Ding quasi hat. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn ich eine Veranstaltung habe, ja, eine Veranstaltung wie die Datenspulen oder eine Veranstaltung wie den RC3, dann möchte ich, dass sich etwas darum kümmert, dass das Videosignal vervielfältigt wird, denn so ein Roboter ist halt schon ein bisschen an die Grenze optimiert. Das heißt, der ist nicht in der Lage, mehr als einen Kamerastream gleichzeitig auszuliefern, wie auch, ne? Das ist ein relativ kleines Kistchen. Und das ist halt schon damit beschäftigt, halt diese MJPEG-Kodierung zu machen. Jetzt gibt es zum Glück ein Projekt, FFmpeg, was wunderbar ist. Also vielen Dank an die Leute, die da ihre Freizeit reinstecken. Mit dem ist es durchaus easy möglich, diesen Kamerastream abzugreifen. Ja, also quasi programmatisch zu sagen, hier, Roboter, gib mir doch mal dein Kamerabild. Währenddessen natürlich auch derjenige, der den Roboter steuert, das weiter steuern kann oder diejenige, die den Roboter steuert. Weil das halt auch zwei verschiedene Webserver sind. Ne? Das hatten wir ja vorhin gehabt, dass der Webserver auf Port 80 ist, mit dem man das kontrolliert, und der Kamerastream auf Port 81. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Und dann hat man mehrere Möglichkeiten. Entweder man multipliziert das mit einer Technologie, die heißt RTMP. Das ist so ein proprietäres Flash-Gedöns, also was halt irgendwann mal gemacht wurde, um so Flash-Videos im Internet zu schauen, bevor es HTML5 gab. Funktioniert auch so halbwegs gut, also es ist so ein Protokoll, was auch eure Videos gerade verteilt und mit dem ihr auch wahrscheinlich auch irgendwie, ohne es zu wissen, in Kontakt gekommen seid, wenn ihr jetzt auf MediaCCC seid oder mit Twitch oder sowas, die setzen solche Technologien ein, kann man wunderbar machen. Das heißt, man sendet sein Video einmal an einen Server und einmal dieser Server verteilt das dann an verschiedene andere Server, bis auf hin, dass mehrere Clients sich dann diesen Kamerastream anschauen können, ohne dass der mehrfach von der Quelle gesendet werden muss, ist ja auch irgendwie logisch. Wenn man das Ding dann ins Jitsi haben möchte, kann man das auch machen, nämlich indem man das Ganze dann einsammelt als MJPEG-Stream und sich das dann lokal in ein sogenanntes Dummy-Interface streamt, nämlich dass man sich eine virtuelle Webcam auf seinem Rechner anlegt und diese virtuelle Kamera sich dann darum kümmert, dass das dann zum Beispiel auch in einem Browser ganz normal benutzt werden kann. Man könnte dann zum Beispiel einen Chromium aufmachen, direkt ein Jitsi besuchen und sagen, hier, nimm doch meine virtuelle Kamera 2 und stream die doch als meine Webcam in einen Jitsi-Raum. Das war auch so wesentlich die Technologie, wie wir sie auf den Datenspuren benutzt haben, dass dort halt mehrere virtuelle Kameras zur Verfügung standen, die halt von den verschiedenen Robotern gespeist wurden, die dann in einem OBS, also OBS Studio, so ein Kamera, so ein Zusammenschneideprogramm oder so ein Streaming-Programm zusammengeschnitten worden sind und dann auch als Gesamtstream auf einen der MediaCCC-Streams beziehungsweise auf einem der RTMP-Streams gepusht worden sind, so dass man dann quasi alle Roboter zeitgleich fast ohne Verzögerung sehen konnte. Also man muss sagen, die Verzögerung an der Stelle ist nämlich genau das Kernproblem. Wenn man jetzt wirklich bloß RTMP nimmt und das Ganze auf einem Webserver laufen lässt und mit HLS kodiert und so ein Kram, also das, was quasi alle Twitch- und YouTube-Streamer als live bezeichnen und was auch hier quasi der Fall ist, also in dem Moment, wo ich jetzt sage, jetzt dauert es ungefähr so 7-8 Sekunden mindestens, bis es bei euch auf MediaCCC zu sehen ist, beziehungsweise doch durchaus mehr, wenn es halt so Puffer gefüllt werden und so ein Kram, dann ist es halt zu langsam. Also für einen Roboter zu steuern, um einen Roboter zu steuern, ist das zu langsam.
Und deswegen ist halt die Frage, wie man damit umgeht. Wenn man nur RTMP nimmt, also quasi wirklich sich den RTMP-Stream sich anschaut, dann ist die Verzögerung so 500 Millisekunden. Das ist schon viel, aber noch halbwegs okay, um so einen Roboter zu steuern. Und wenn ich das in eine Videokontrollsoftware reinpacke, also quasi so ein Videokonferenzsystem reinpacke, wie zum Beispiel Jitsi, dann ist das quasi Echtzeit. Ja, dann kann ich das Ding quasi steuern und sehe direkt das Bild. So, wir haben jetzt einen Roboter. Der Roboter macht sein Bild irgendwo hin. Das Bild kann verteilt werden. Und wir sehen das im Zweifel auch in einem Jitsi. Ein Problem haben wir noch. Nämlich Sharing is Caring. Also wie mache ich das jetzt, wenn ich diesen Roboter mit mehreren Leuten gleichzeitig steuern möchte? Das Problem ist ja hier durchaus, dass diese Website quasi aktuell nicht das unterscheidet, ob sich einer oder mehrere auf diesem Gerät befinden. Man kann das mit einem System, was auch in dem Repository drin ist, nämlich so ein Rent-a-Robot-System. Das sieht man hier oben rechts in dem Screenshot nur so ein bisschen. Ich habe leider keinen besseren auf die Schnelle gefunden. Übrigens, der Vortrag oben rechts, das ist die Endveranstaltung der Datenspuren. Der Ton ist grottig, kann man sich aber trotzdem mal anschauen und sich da ein paar Sachen wiederfinden zum RC3. Man kann sich dann Roboter klicken, das heißt, man ging auf robots.datenspuren.de und wurde dann quasi präsentiert mit einer Liste der aktiven Roboter. Und die Liste der aktiven Roboter war halt, wenn einer verfügbar war, konnte man da draufklicken. Und dieses da draufklicken hat dann dazu geführt, dass ein Nginx Reverse Proxy aufgemacht worden ist, der sich darum kümmert, dass das Bild halt durchgereicht wird, dass die Website durchgereicht wird und dann ein Robot Operator quasi diesen Roboter steuern konnte. Sobald dann diese Steuerung für 60 Sekunden nicht mehr stattgefunden hat, hat das Programm erkannt und nach 60 Sekunden diesen Roboter wieder freigegeben, sodass die nächste Person das dann halt steuern konnte. C3 Logistics, Tofu hat da was gebaut, das sogar das mit Textkommandos im Jitsi-Projekt, im Jitsi halt zu steuern lässt. Das heißt, man kann da abstimmen über 2 Sekunden Zeit mit links, rechts und vorwärts und rückwärts. Und wer halt die meisten Stimmen erhält, dann wird dann halt für eine gewisse Zeit in diese Richtung gefahren. Ist auch in der Work-Adventure-Welt mit eingebunden. Ich habe den Link gerade nicht da, kann ich euch aber im Q&A zur Not gerne raussuchen. Ja, wie man so einen Roboter steuert und wie man sich das teilt, ja, insert your ideas hier, also hier könnte man durchaus noch aktiv werden und sich selber was ausdenken oder das für die eigenen Veranstaltungen benutzen. De facto sind hier wenig Grenzen gesetzt, weil wir haben ja quasi alles unter unserer Kontrolle. Die Hardware, die Software und auch die Serverinfrastruktur, also quasi so eine Art eigene Cloud. Genau, to do. Was halt noch wunderschön wäre, es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, die man auf jeden Fall machen können sollte. Ja, dieses RTMP-Stream wäre zum Beispiel cool, wenn man den Roboter einschaltet und der direkt irgendwo hinstreamt, beziehungsweise, dass man einen Knopf in der Roboter-Oberfläche hat, wo man sagen kann, hier, teile doch deinen Stream mal direkt an den RTMP-Server. Warum ist es noch nicht direkt passiert? Warum braucht man dieses ganzen FFmpeg-Quatsch noch dazwischen? Naja, RTMP war halt mal so ein proprietäres Protokoll und man muss sich da irgendwie mit Paketen Dinge zusammenbasteln und das ist so ein bisschen ja eklig und anstrengend. Dann den Robot-Operator-Stream. Ja, also währenddessen man den Roboter steuert, ist das Bild selber zu sehen gerade noch nicht so richtig möglich. Es sei denn, man macht nebenbei das Jitsi auf, wo man das dann sieht. Also das ist noch so ein bisschen unschön gelöst. Ich meine, an sich funktioniert das, aber es ist halt noch ein bisschen unschön. Theoretisch hat der Roboter noch 1, 2, 3 Pins frei. Ja, mit diesen 1, 2, 3 Pins, also zumindest GPIO-15 zum Beispiel, da kann man LED-Streifen dran machen und LED-Streifen steuern. Oder man könnte auch darüber nachdenken, ob man da Soundeingabe oder Soundausgabe drauf machen möchte. Ich meine, mit dem i²S ist da doch einiges möglich. Dann könnte man darüber nachdenken, wenn man so ein paar von diesen Platinen hat, vielleicht auch eine Remote Hebocon zu machen oder eine Advanced Hebocon, je nachdem, was das nächste Jahr bringt und welche Veranstaltungen sich dafür interessieren. Könnte man hier im Vorfeld ein paar von diesen Platinen zur Verfügung stellen und dann quasi Roboterkämpfe über das Internet und über Webseiten machen, also quasi mal nicht die Roboter zu einfach sein lassen, sondern auch mal ein bisschen komplexere Herzen zulassen. Und man könnte darüber nachdenken, ob man einfach ein paar mehr von diesen Dingen bestellt, ne? Also dadurch, dass das jetzt durchaus ein Prozess ist, der im Wesentlichen durchautomatisiert ist. Also man kann dieses, also was heißt automatisiert, man kann das Zeug extern bestellen, man muss es nicht mehr selber bestücken und so, damit sind die Stückzahlen doch durchaus möglich nach oben zu ziehen und damit wird es auch für alle billiger. Ich habe jetzt noch kein Kickstarter oder so einen Quatsch gemacht, also wenn da Interesse besteht, können wir da gerne drüber reden und ich kann da auch gerne irgendwie die Koordinierung übernehmen.
Aber man muss halt mal drüber nachdenken, dass so ein Roboter, ja, mit seinen ganzen Einzelteilen, also sagen wir mal, die ESP-Cam, $5, dann diese Platine, sagen wir mal, die kostet $10, bist du bei 15, die Motoren kosten so $2-3 pro Stück, also sagen wir mal, dass man bei $20 rauskommt. So, dann hast du schon eigentlich alles, was du brauchst, $20. Man kann den Roboter programmieren, man kann den Roboter steuern, man hat eine Kamera mit Zeugs und der Rest ist so klimbim drumrum. Ne? Das ist so ein bisschen Kabel, so ein bisschen sich ein Gehäuse drucken, das kostet alles nicht mehr die Welt. Also so ein Open-Source-Roboter mit WLAN-Funktionalität, mit Steuerung per Webseite, in der Preiskategorie, mit der vollen Kontrolle da drauf. Also es gibt durchaus Systeme, so AppBot zum Beispiel oder irgendwelche anderen. Vielleicht kommen da auch im Chat noch so ein paar Hinweise. Vielleicht hat das auch schon jemand anders irgendwie anders gelöst, das ich nicht gesehen habe. Kann ja durchaus sein. Auf jeden Fall ist das ganze Zeug sehr günstig und doch sehr potent und vielleicht noch nicht fertig. Also die letzten 80%, also die ersten 80% sind ja immer die einfachsten, die letzten 20% dann die härtesten. Vielleicht fehlen da ja noch ein bisschen was, aber auf jeden Fall ist das System so weit 2020 in den letzten 4 Monaten oder so entstanden, dass man es halt schon mehrere Leute, also jeden, den ich das gezeigt habe, kam eigentlich immer mit dem Satz, oh, kann ich davon einen haben? Und es gab dann auch den Zustand, dass ich davon, wie viel gibt's jetzt davon eigentlich? Also 15 Stück habe ich definitiv gebaut, die ich nicht mehr besitze. Und ich besitze jetzt aktuell noch 10 Stück ungefähr, von denen mir so 7 gehören oder so. Also es gibt davon durchaus mehr als 25 Stück, die wir gebaut haben, wovon ich aber nicht mehr alle hier habe. Also ja, auf jeden Fall jeden, der ich das gezeigt habe, wollte halt einen haben. Und es kam halt oft zu dem Zustand, dass ich dann irgendwie den 15. gebaut habe, aber selber nie einen besessen habe. Und dann irgendwann haben die Leute aber angefangen mitzuentwickeln und es ist sehr viel Zeug draus geworden. Genau, ja, also wenn ihr daran Interesse habt, da mitzuwirken oder dass ihr das Projekt weitertreiben wollt oder ihr euch mit RTMP auskennt oder überhaupt auf irgendwas Bock habt, dann kann ich euch nur darauf hinweisen, wenn ihr das Zeug zum Beispiel bestellen wollt oder wenn wir uns zusammentun wollen oder keine Ahnung, irgendwelche Arten von Rückmeldung, dann bitte an diese Kontaktmöglichkeiten. Das oberste ist keine E-Mail-Adresse, das ist ein Chaos Social Account. Das untere ist eine E-Mail-Adresse, da kann man mir hinsenden. Das Projekt, wo halt alle Leute, die ich gleich unten nennen werde, mit drangewirkt haben, ist auf dem GitHub-Adresse zu sehen. Und vielen Dank an Big Alex, Kurt, Norbert und alle, die ich vergessen habe, weil das war keine Einzelleistung von mir, sondern es ist halt schon irgendwie auf dem Mist gewachsen, der in Dresden so rumfleucht. Also wir haben das zusammen als C3D2, als Chaos Computer Club Dresden gemacht. Und ich wollte das halt, ich sollte das nur zeigen, weil weiß ich nicht, sich das Leute gewünscht haben. Genau. Und damit, keine Ahnung, der Beweis, dass es in echt existiert, den hätte ich jetzt hier noch mal kurz in die Kamera zu halten. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob man mich sieht. Also hier sehen wir die aktuellst fortgeschrittenste Platine. Das ist quasi die der V3.1. Und hier haben wir noch mal eine von der V2, die Platine, die halt eine Vorderseite hat, wo auch oben quasi die Pins einzeln rausgeführt werden, man also die Programmierung einzeln macht, bis hin, dass die Rückseite auch diesen besagten Bug-Boost-Converter hat. Und hier sehen wir noch diesen typischen Prototypendraht, der da was jumpert, damit es funktioniert. Ist auch gar nicht so unüblich. Aber ja, ich hoffe, damit ist der Beweis erbracht, dass das Ganze auch in echt existiert. Ich hätte auch hier noch einen der Roboter zum Beispiel. Und ja, wäre dann bereit für eure Fragen. Hier ist noch einer der 3.1er Generation, der halt auch mit 3D-Druck entstanden ist, wo 3D gedruckte Ketten mit dran sind. Und dann hätte ich noch einen aus Pappe gebastelten von Nilo, der auch wunderschön hier mit so Lego-Ketten und Adaptern funktioniert und gelasercuttet wurde. Und ja, weiß ich nicht, hier zum Beispiel ist noch einer der Roboter mit dem mit den grauen Motoren, die halt wirklich sehr, sehr, sehr klein sind. Ne? Also das sind hier Räder so Daumennagelgröße ungefähr. Und das war so der Approach, halt das eine Streichholzschachtelgröße so klein wie möglich zu bauen. Und auch das hat funktioniert. Und selbst in dieser Streichholzschachtelgröße ungefähr lief das Ding mehrere Stunden, also 2-3 Stunden auf jeden Fall. Und in der großen Variante, wie wir sie jetzt hier haben, mit diesen Akkubänken, die angeblich 10.000 mAh haben, aber wenn man sie mal so durchmisst, haben sie 6.800 mAh und damit hält das halt übelst lang. Also 24 Stunden sind durchaus realistisch, aber 12 Stunden sind immer das, was ich sage.
Und da kommt es auch so ein bisschen drauf an, ob das Ding steht oder volle Kraft gegen die Wand fährt oder halt noch vor sich hin leuchtet. Aber 12 Stunden schaffen sie unter Volllast immer. Gut, vielen Dank. Bitte der Herald. Entschuldigung, das Mikro war noch stumm. Ja, ich habe hier schon mal den Beweis an die Kamera gehalten, dass bei mir sich auch ein solcher Roboter befindet. Vielen Dank für den Vortrag, Honky. Und es gibt auch ein paar Fragen, auch wenn ich da erst hier etwas provozieren musste im Chat. Daraufhin hat sich dann Big Alex gefunden, der hier schon mal ein paar Fragen eingeworfen hat. Die erste sehr konstruktiv. Wie hat Honky es geschafft, um diese Zeit einen kohärenten Vortrag zu halten? Die musst du aber auch nicht unbedingt beantworten. Doch, ganz einfach. Warte, dafür kann ich was ganz super beantworten. Nur kurz, mein Rechner ist gestern kaputt gegangen. Ich kann die Tasten 1, 2, 3, 8, 9 und Steuerung nicht mehr drücken. Aus irgendeinem Grund ist das nämlich kaputt gegangen und ich hatte noch keine Folien gemacht. Und dann habe ich gestern unter der Beschallung der Chaoszone, Partyzone, ungefähr 3-4 Stunden diese Fotos und Folien zusammengestellt. Also so kann man das machen. Und die Hilfe von Schunk spielte eine Rolle. Ja, sehr gut. Dann wissen wir dieses Geheimnis schon mal. Dann ist die nächste Frage auch von Big Alex. Skaliert das auf einen Rasenmäherantrieb? Also im aktuellen Zustand skaliert das nicht auf einen Rasenmäherantrieb. Wenn der Rasenmäher aber elektrisch betrieben wird und so mit Rollstuhlmotoren funktioniert, es gibt da ein Sesselprojekt, was wir gebaut haben. Und dieses Sesselprojekt kann dann durchaus 15 bis 25 Ampere pro Kanal mit einer Haarbrücke schalten. Das heißt, theoretisch wäre die gleiche Logik in der Lage, das Zeug zu steuern. Man müsste halt den Motorcontroller austauschen und der Motorcontroller muss dann halt entsprechend groß sein. Und wenn er das ist, was es wie gesagt durchaus für so fahrende Sessel und sowas auch gibt, und ich habe das hier auch in 3- oder 4-facher Ausführung vor Ort, haha, als wär's gekauft. Hier ist zum Beispiel einer dieser Haarbrückenmotoren, ist noch original verpackt, ist aber auf jeden Fall möglich, sowas zu kaufen und kostet dann in China zwischen, ja, also ich glaube, dafür habe ich 8 oder 10 Dollar bezahlt, ist halt einfach die größere Variante des kleinen Chips hier unten rechts, mit dem man halt genau solche Sachen dann auch schalten kann. Okay, dann damit hast du die nächste Frage schon fast beantwortet. Wann kommt das ferngesteuerte Sofa? Also ferngesteuerten Sessel gibt es schon, nicht mit der Technologie, sondern mit einer anderen. Aber theoretisch ist das alles kein Problem. Also muss man halt machen, ne? Und dafür braucht man Zeit. Und da war aber irgendwas mit Kongress und Datenspuren und Work Adventure und überhaupt. Ja, deswegen machen wir das vielleicht bis nächstes Jahr. Das ist ja verrückt, diese komischen Dinge, die immer zusammenkommen. Dann gibt es noch eine Frage von Little Alex. Wie viel Strom halten die Motortreiber aus? Der Motortreiber, wie ich Ihnen vorhin gezeigt habe, hatte auf der Folie 1,2 Ampere pro Kanal. Das heißt insgesamt 2,4 Concurrent Spannung. Das heißt, die Spannung, die er durchweg akzeptiert. Natürlich wäre es dann ab einem gewissen Punkt durchaus denkbar, da mit einem Kühlkörper zu arbeiten. Aber ohne Kühlkörper sind das wohl 1,2 Ampere. Und das heißt 5 Watt. Nee, Quatsch, das kommt auf die Spannung natürlich an, mit der er geschalten wird. Aktuell betreiben wir die mit 5 Volt aus der Powerbank, damit sind das die 5 Watt. Theoretisch können die aber bis zu 15 Volt schalten und 15 mal 1,2 sind dann so, ja, zwischen 15 und 20 Watt. Pro Kanal. Okay, also mal zwei. Sehr gut. Ja. Und dann bedankt sich Quark im Kopf für den Vortrag und die Mühe. Und stellt fest, dass du ja nur 64 Follower auf Mastodon hast und verbreitet deinen Mastodon-Link in der Hoffnung, dass du noch mehr kriegst. Vielen Dank, das würde mich sehr freuen. Findet ihr im Chat. Genau, das waren dann erstmal die Fragen und dann würde ich sagen, machen wir Schluss mit dem Vortrag.
Ich verabschiede mich auch von euch im Stream, denn voraussichtlich war das auch mein letzter Vortrag beim RC3S Herald. Wünsche euch noch viel Spaß. Hoffen wir, dass die Corona-Quatsch bald vorbei ist und wir uns das nächste Mal wieder live treffen können. Bis dahin tragt immer schön eure Masken und wir sehen uns. Tschüss. Vielen Dank.